Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die biologisch produktive Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um unseren Lebensstil und Standards dauerhaft zu ermöglichen. Der ökologische Fußabdruck unterteilt sich in die vier Bereiche Mobilität, Wohnen, Ernährung und Konsum. Würde man die Fläche der Erde, die diesbezüglich vielleicht ein Viertel der Gesamtfläche ist, allen Menschen gleich zur Verfügung stehen, hätte jeder in etwa 1,6 Globalhektar. Realität ist, dass wir derzeit im Weltschnitt 2,7 haben, also wir überstrapazieren die Erde und ein durchschnittlicher Österreicher hat 6. Also wir sind als Österreicher verbrauchen wir weit zu viel. Aktuell beträgt der Fußabdruck im Bereich Wohnen rund 25%. Wohnen, da geht es im Kern darum, wie wir wohnen. Also da ist die Energie, der Energieverbrauch ist im Feld Wohnen das Entscheidende. Einerseits, wie viel Energie verwenden wir für Heizen, für Warmwasser und für Strom. Also hier muss man sagen, um was zu verbessern, müssen wir in weit besser gedämmten Häusern wohnen. Hat auch den Vorteil, wir haben geringere Energiekosten, entlastetes Budget. Wir müssen mit sauberer Energie den Energiebedarf decken, also keine fossilen Energieträger, sondern erneuerbare, weil das auch den Fußabdruck reduziert. Und was man nicht vergessen darf, wir müssen sparsam und bewusst mit Energie umgehen, also das Nutzerverhalten. Das kann sein von, wie warm ist es im Raum, brauche ich 24 Grad oder reichen auch 22. Das kann sein, das klassische Licht ausschalten, was nicht die größte Sache ist, aber wichtig ist, solche Dinge mehr. Und dann, die Häuser sollen nicht nur gut wärmegedämmt sein, wir sollen auch auf kleineren Flächen wohnen. Denn je kleiner der Wohnraum, umso geringer der Fußabdruck. Das ist vielleicht etwas unangenehm für den einen oder anderen. Aber es ist nun mal so, übergroße Wohnräume für wenig Personen haben einen großen Fußabdruck zur Folge. Wer wissen möchte, wie hoch sein persönlicher Fußabdruck ist, kann das ganz einfach online errechnen. Da gibt es wunderbare Tools im Internet, die frei zugänglich sind, wo man sehr schnell hinterlegen kann, wie lebe ich eigentlich in diesen vier Feldern wohnen, also wie groß ist mein Haus, wie gut gedämmt, wie viele Personen, wie verbrauchen wir Energie, womit beheizen wir und wo kommt der Strom her. Dann weiß man sehr schnell, wie groß ist er im Jetzt. Und dann gibt es die Möglichkeit, durch vorgeschlagene Tipps, sagen, jetzt verringere ich den, wir wärmedämmen unser Haus, wir stellen die Heizung von Öl auf Wärmepumpe und solche Dinge mehr. Und dann hat man sofort das Ergebnis, wie sehr sinkt der Fußabdruck. Und da kann man auch gleich sagen, letztlich kann ja jeder von uns seinen Fußabdruck reduzieren, aber nicht auf die Zielgröße 1,6, weil unsere Gesellschaft schon derartig hochentwickelt ist, dass wir schon eine Grundlast mit uns herumtragen, die für Straßen und für Krankenhäuser, für das ganze öffentliche Leben, aber trotzdem, ein Fußabdruck von 6 ist viel zu hoch. Jeder kann in die Richtung halbieren. Das ist, denke ich, schon möglich. Gerade im Bereich Wohnen lässt sich der eigene Fußabdruck leicht minimieren. Also beim Wohnen ganz konkret dafür sorgen, dass man mit sauberer Energie heizt und Strom verwendet, also Ökostrom und grüne Energieträger fürs Heizen. Wenn möglich, das Gebäude wärmedämmen, das heißt oberste Geschossdecken, Fenster tauschen, Außenwände wärmedämmen. Das heißt, sparsam mit Energie umgehen, Raumtemperatur runter, richtig lüften, hilft hier sehr. Beim Strom ist es eben das Ausschalten von Geräten, die man nicht benötigt. Und den Wohnraum zu verkleinern, ist wahrscheinlich schwierig, aber man sollte natürlich überlegen, ob man noch vergrößert. Alle Infos rund ums Thema ökologischer Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.